heute in einem freien Land. Wir haben Freiheiten, können wählen gehen und vertreten unsere eigene Meinung. Ganz anders war das noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Es herrschte Unterdrückung und Hoffnungslosigkeit. Wir sind 6 Mädchen von dem Kunstkurs unter Leitung von Marion Kelm. Mavi, Cara, Melinda und ich haben uns in letzter Zeit mit dem Thema Freiheit und Mauerfall beschäftigt. Okay. Kunst ist unsere Leidenschaft. Wir gehen diesem Hobby schon seit ungefähr 6 Jahren nach, hatten schon unsere erste eigene Vernissage im Oktober 2018 und eine zweite gemeinschaftliche im Juni 2019. Wir inspirieren uns ständig gegenseitig, aber auch von vielen weiteren berühmten Künstlern. Außerdem fanden wir dieses Projekt als eine tolle neue Herausforderung in Bezug auf die Freiheit und Gleichheit der letzten Jahre und der Gegenwart, aber auch der Zukunft. Wir Schüler können uns nur ganz schwer vorstellen, wie die damalige Zeit für die Bevölkerung eigentlich war. Denn es ist etwas ganz anderes, einfach nur davon zu lesen, als wenn man es zu dieser Zeit miterlebt hat. Deshalb haben wir uns für dieses Projekt ausführlich damit beschäftigt, damit wir die Gefühle und die Situation der Menschen uns so besser vorstellen können. Zum Beispiel auch durch die Fotoausstellung von Bernd Blumbrich im Teltower Rathaus. Das erste Bild unserer Reihe zeigt die Mauer von der Ostseite. Der heranwachsende Baum soll die Hoffnung der Menschen auf die Freiheit symbolisieren, welches in unseren 3 Bildern immer wieder auftaucht. Also das zweite Bild aus unserer Reihe zeigt die Blütezeit nach dem Mauerfall und die damit verbundene Freiheit der Menschen. Der Baum, der nun die Mauern gesprengt hat aus dem ersten Bild, symbolisiert dabei die Hoffnung der Menschen, die sich über die Grenzen hinweggesetzt hat. Und die Pflanzen haben auch ihren Lebensraum zurückerobert, indem sie über die Mauer hinübergewuchert sind, da wir jetzt nun über 30 Jahre grenzenfrei sind. Und wir haben unsere Vergangenheit überwunden und unsere Gesellschaft aus den Trümmern aufgebaut. Das letzte Bild unserer Reihe zum 30-jährigen Mauerfall zeigt eine Zukunftsvision, wie die Welt in einiger Zeit aussehen kann, wenn wir sie weiterhin so schlecht behandeln, wie wir es zurzeit tun. Durch unsere vielen globalen Verbrechen, wie die starke Abholzung des Regenwaldes oder die Verschmutzung der Weltmeere oder auch die Massentierhaltung, kann diese Zukunftsversion schnell zur Realität werden. Doch das ist dann eine Welt, in der keiner leben möchte und auch gar nicht kann. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Umwelt schützen und sie versuchen zu erhalten.